Petra. Wie viel Tage gucken wir wegen dem Corona jetzt schon in Quarantäne? Mensch, Doris, frag doch nicht die ganze Zeit. Ein Tag länger wie gestern. Oh. Außerdem hast du Zeit, du kannst was Sinnvolles machen. Ja, ich mache Beauty. Soll ich doch vorher da zwei Schokoladhasen angestellt und jetzt ist bloß noch einer. Hast du den gesehen? Kurz. Hast du in der Zeit, wo ich im Bad war, den ganzen Schokoladhasen gefressen? Der hat weggemissen, der war schon ganz braun. Ach, hör doch auf. Dann gehört der mir aber jetzt allein. Gott sei Dank darf man nur essen, gell? Aber Urlaub? Urlaub, ja, das war. Mein Kevin wäre ja jetzt eigentlich in Österreich, gell? Als Skilehrer. Das ist doch so ein Vollblut-Skilehrer. Wie hat er gesagt, weißt du, Mutter, lieber zwei lockere Schnalle wie eine feste Bindung. Was trinkst du da eigentlich? Früchtetee. Früchtetee? Willst du auch einen? Lass mal riechen. Ja, geh weg, zwei Meter Abstand. Komm, das sei doch von dort, das ist kein Früchtetee, das ist Rotwein. Lass mich. Ich habe im Fernsehen ehrlich gehört, hat einer gesagt, Alkohol ist gut gegen den Virus. Schwachsinn. Alkohol löst keine Probleme. Was noch? Brokkoli, hä? Warte mal, wenn du das so siehst, dann muss ich dir sagen, da hast du eigentlich nicht einmal ganz so Unrecht. Also, da muss ich sagen, da gerade ein bisschen hauen. Ich finde ja sowieso, dass die Leute gerade viel zu gesund essen. Weißt du, viel zu viel Vitamin C. Kein Wunder brauchen die so viel Globabier. Du, mit dem Rotwein, da hast du recht, gestern Abend habe ich sogar mit meinem Gerhard ein Fläschchen getrunken. Ja, richtig. Du, das war so nett. Irgendwann sind wir auf das Thema gekommen, weißt du, mit dem Auto fahren. Mhm. Und dann hat mein Gerhard gemeint, in der Situation könnte man ja wahrscheinlich sogar angetrunken fahren. Da würde dich wahrscheinlich kein Polizist anhalten bei ihrer Kontrolle und sagen, hauchen Sie mich mal an. Ja, das war. Hast du eigentlich gewusst, dass der Deutsche im Schnitt 147 Liter Bier trinkt und 1200 Kilometer läuft? Das sind immerhin 8,1 Liter auf 100 Kilometer. Was du alles weißt. Gell? Doris. Hä? Telefon klingelt. Dann gang doch nach. Oder du. Ich sitz grad. Und was mach ich? Du machst Beauty. Ach, falsch. Du da unten, selbst Wohnzimmer kommen, die Homeoffice, du da am Apparat. Jetzt, grüß Gott, hatte ich schon mal nicht, dass du anrufst. Wegen dem Einkaufen. Wer ist? Der Ding. Ah, der ist doch gar nicht dran mit Einkaufen. Hätte ich doch der Jung dran eigentlich. Verschlafen? Verschlafen. Du, Christoph, wir machen es wie immer. Du tust einfach noch zusätzlich zwei Fläschchen von dem Früchtetee dazu. Ja, von dem halbtrockenen, du weißt schon. Und vier von den Häschen. Hast du gehört? Ja, stellst einfach alles vor die Haustür noch. Das Umschlägli mit dem Geld habe ich ins Altpapier da. Neu oben drauf. Ja, es ist nicht so gescheit, aber ist egal. Gell? Also, dann tschüss, gell? Danke! Hat er das mit den Häschen gehört? Ja. Hey, das ist so geschickt, weißt du, mit dieser Einkaufsgemeinschaft. Jetzt, wo eh alle Künstler Zeit haben. Ja, wegen dem wundere ich mich, warum der Helge noch schläft. Weißt du was, denn Skype mir geschwind an. Oh, du mit einem Smart-Lump da. TV. Smart TV. Von mir raus. Oh, guck, da ist er schon. So kann man schon wach sein. Ja, wie, Helge? Hast du verschlafen, hä? Von wegen. Ja, ich bin heute extra früh aufgestanden und war schon im Wald spazieren. Ja? Also erstens, weil da noch nicht so viele Birkenpollen um die Zeit rumfliegen. Und zweitens, um mich für eure Sendung inspirieren zu lassen. Ja, denn in der Natur, da kommen mir die besten Ideen. Also das war auch wirklich inspirierend, vorbildlich auch, wie die Bäume Mindestabstand gehalten haben. Wirklich ganz, ganz toll. Und da bin ich dermaßen inspiriert zurück nach Hause und ich habe sofort ein neues Gedicht geschrieben heute. Ja, komm, erzähl. Oh ja, Helge. Ja, und wenn ihr mich so drängt, werde ich das auch gerne vortragen. Es heißt Hände. Ja, Hände sind am Arm die Dinger mit Daumen, Ring und Zeigefinger. Ganz am Rand ist noch ein kleiner und in der Mitte noch mal einer. Den nennt man auch den Stinkefinger. Egal, so Hände winken immer, melden oder ballen sich, doch sauber sind sie alle nicht. Drum soll es sogar Hände geben, die sich nicht die Hände geben. Aus Angst vor Viren und Bazillen. Die schütteln sich vor Widerwillen. Die weigern sich partout ihr Leben einfach aus der Hand zu geben. Denn die haben schnell erkannt, das liegt auf der Hand. Ja, und sonst würden ja in vielen Händen die Lebenslinien ganz schnell enden. Drum suchen viele Hände dringend, ich möchte fast sagen händeringend, in Handschuhen, Nasen oder Taschen nach anderen Händen, die sie waschen.
Doch wenn eine Hand die andere wäscht und sich dabei gut schmieren lässt, extra für euch einen schwäbischen Reim mit eingebaut, dann kann man nicht gerade sagen, dass sie sich in Unschuld baden. Ja, und wenn sie streiken ohne Ende, dann sind es meist zwei linke Hände. Die rechte Hand, politisch rechts, streckt sich, das ist ganz was Schlechts. Und je weiter sie am rechten Rand, desto hohler ist die Hand. Ja, sorry, ich komme hier ins Quatschen. Auf jeden Fall so Hände klatschen, Applaus und aus und raus nach Haus, Zähne putzen, Fell gelaust, ab ins Bett, die Hände falten, kurz durch alle Sender schalten oder wie die frisch Verknallten Hand in Hand die Zeit anhalten. Und vorne an den Fingerspitzen, die vorne an den Fingern sitzen, schlafen Nägel tief im Nagelbett, als ob man sie genagelt hätte. Dann ruht die Hand, lateinisch Manus. Und Latein ist für den Schlussreim ungeeignet. Und deswegen habe ich als kleinen Tipp für alle zu Hause und für euch heute Morgen, apropos Hände, meine Händewaschroutine aufgenommen. Und wenn ihr das alles befolgt, was ihr jetzt seht, dann seid ihr desinfiziert. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Schaut euch das mal an. It's showtime, ladies and gentlemen. Ja, das war's von mir. Viel Spaß beim Üben. Tschüss nach Hause. Tschüss, Helge. Adele. So ein netter Kerl, unser Helge. Ja? Der wirkt so knackig. Meinst du, der joggt? Ja, bestimmt. Mein Dieter will ja jetzt mit mir aussporteln. Oh Gott. Radfahren. Das sei so gesund. Und man verbrennt so viel Kalorien. Petrat ist voll verarscht. Letzte Woche sind wir Radfahren. Ich hab mehr Mucke gefressen, wie dass ich Kalorien verbrennt habe. Außerdem tut mir der hintere weh. Was ist ja ein uraltes Fahrrad. Ich führe fast eine sexuelle Beziehung zu meinem Fahrrad. Weißt du, der Göppel quietscht und ich stöhne. Also ich muss zugeben, ich wäre auch gerne eine, weil so eine super sportliche, die morgens, weißt du, einfach, wenn sie aufsteht, erst einmal Yoga macht. Weißt du, und dann joggen geht und einen Smoothie trinkt. Nein, ich gehöre zu denen, weißt du, die morgens halb bewusstlos aus dem Bett rauskrabbelt, erst mal zur Kaffeemaschine und einen Kaffee machen. Ja, und atmet. Ich finde sowieso, dass man ein bisschen verwahrlost daheim, gell? Ich brauche so dringend einen Friseur. Ich sehe morgens, wenn ich aufwache, aus wie so ein Lawinenopfer. Das stimmt. Ja, uff, also bitte. Ja, es ist so, man guckt sich ja schon ein bisschen genauer an, wenn man so aufeinander hängt. Ja, muss ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe meinen Gerhard auch vor kurzem ein bisschen genauer angeguckt. Aber ja, ich denke, mein Gott, Petra, ist das eigentlich dein Traum, den du da geheiratet hast? Oder wie müsst heutzutage dein Traum aussehen? Sondern sag, ich wüsste es genau. Du, der wäre groß, weißt, der wäre stark. Das wäre einfach einer, der mich mal schnappen würde, ins Schlafzimmer zerren. Weißt du, und so übers Bett schmeißen, weißt du. Und das Haus durchputzt, solange ich schlafe. Ja, yeah. So ein Daddy auch nicht mehr. Gell? Aber ich habe nicht nach das Erlebnis gehabt mit meinem Traum an der Hand. Echt? Pass auf, wir sind im Bett gelegen. Es war ungefähr 1:30. Ich lege so da, auf einmal langt er so zu mir rüber, fährt mir so an der Seite hinunter. Wow. Dann langt er über mich drüber, fährt mir da hinunter. Wow. Dann ist er mir am Hals entlang. Der ist mir der Bauch hinunter, der ist mir an die Oberschenkel. Nee. Ich war schon ganz red. Und auf einmal hört er auf. Dann sage ich, wieso hörst du ihn jetzt auf? Dann sage ich, pst, alles gut, ich habe Fernbedienung gefunden. Was überlegst du? Wo ich heute Nacht meine Fernbedienung versteck. Petra, das ist die Erotik des Alters. Ja, das lässt nach, gell? So, so. Es ist einfach nicht mehr so, wie es einmal war. Ich weiß doch auch. Weißt du, jetzt hast du auf einmal andere Themen. Heute Morgen, das beste Beispiel. Ich im Schlafzimmer,
Ja, aber Feinstrumpfhose entzogen. Du weißt ja, man zupft die so hin und da bin ich gerade so fest dabei. In dem Moment kommt mein Gerhard zur Schlafzimmertür rein, sieht es und sagt, krass, was du alles mit deiner Haut machen kannst. Oh, Männer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das habe ich auch schon gedacht. Früher war doch ein Mann noch ein Mann. Ja, früher waren Männer noch... Noch echte Jäger. Ja, früher ist ein Mann. Wenn der Honig wollte, was hat er gemacht? Der Schnauz in der Garde hat sich eine Biene gefangen und hat sie geklutscht. Genau. Dein Internet ruft da. Ja, druck doch drauf. Da. Ich? Ja, kannst du. Wo denn? Oh. Hallo, ihr zwei. Hi. Ich habe euch die Einkäufe vor die Türe gestellt. Die volle Flasche habe ich im Altglas versteckt. Hey, das sucht keiner. Sehr gescheit. Hast du Umschläge gefunden? Nö, aber ich habe zur Sicherheit euer ganzes Altpapier in meinen Kofferraum geschmissen. Also, danke, Christoph. Ich gehe schnell runter und hol die Gucke. Ja, dann gehe ich so lange in die Küche, nehmen wir mal das Tablet mit. Ja, und ich? Also, Leute, einkaufen in Corona-Zeiten. Was ich gerade erlebt habe, glaubt ihr nicht. Es stehen ja immer riesige Menschentrauben vor den Teigwaren. Wenn man da 2 Meter Abstand halten will, komme ich ja gar nicht mehr ran. Also mache ich immer folgenden Trick. Ich gehe ins Eck vom Supermarkt und schreie, Wahnsinn, hier gibt's Klopapier und Desinfektionsmittel. Dann rennen alle rüber und ich kann ganz gemütlich bei den Nudeln aussuchen, was ich haben möchte. Ja. Und dann werde ich an der Kasse immer gefragt, ob ich bargeldlos bezahlen möchte. Sage ich immer ganz begeistert, ja. Und warte, was passiert. Und dann will der immer irgendeine Karte von mir, die ich gar nicht habe. Und dann muss ich doch wieder zahlen. Irgendwie wird nichts besser. Es ist ja schon unglaublich, wenn ihr mich an Weihnachten gefragt hättet, unter welchen Umständen ich mir in Deutschland ein Berufsverbot für Comedians und Kabarettisten vorstellen könnt, hätte ich geantwortet, unter keine. Jetzt darf ich nicht mehr auf die Bühne und muss meine Familie zum Lachen bringen. Ja, und da merke ich dann immer wieder, dass mich mein Publikum mehr mag. Und jetzt haben wir ja quasi alle Persönlichkeitsrechte abgegeben oder eingeschränkt und machen das alle mit, weil uns nichts Besseres einfällt. Leute, wir müssen darauf achten, dass wir die nach der Krise wieder zurückkriegen. Alle. Und zwar ungeöffnet. Und wie läuft es so in Corona-Zeiten? Also unser Hund ist völlig fertig, gell? Weil jeden Tag 20 Nachbarn klingeln, die mit ihm spazieren gehen wollen. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt mit dem Betreff Ding Dong. Hab sie aufgemacht, was war's? Die Zeugen Jehovas, die Homeoffice machen. Und freitags mache ich eine Kneipentour. Das geht so. Ich stelle in jedes Zimmer eine Flasche Bier und habe den Öffner in der Tasche. Außerdem habe ich Wanderwege im Haus eingerichtet. Der kürzeste geht direkt vom Büro zum Kühlschrank. Der längste führt auch zum Kühlschrank, aber im Umweg über das Badezimmer. Und wie gesagt, manchmal gehe ich auch aus dem Haus. Entweder um für meine 2 Mädel einzukaufen oder mir am Imbiss eine Currywurst zu holen. Und Leute, ich sage euch, diese Currywurst, die schmeckt ganz anders, seit der Typ damit angefangen hat, sich die Hände zu waschen. Und dann kommen ja immer Tipps von Freunden, was man jetzt alles Praktisches machen kann. Also, das Nähen von Masken hat bei mir nicht funktioniert. Was aber klasse ist, ist dieser Hinweis, wie man sich eine Maske selber basteln kann. Schau mal her, du nimmst eine handelsübliche Unterhose, ja, machst die einfach so drüber. So, und dann... Perfekt, gell? Gut, musst unbedingt eine gewaschene Unterhose nehmen und könnte jetzt der Anlass für manche Männer in Deutschland sein, sich eine 2. Unterhose zu kaufen. Ja. Und ist auch ein sehr formschöner Schal. Also, nochmal zurück zum Anfang, weg im Einkaufen. Ich bin ja froh, dass morgen jemand anders dran ist. Ich habe mir nämlich schon einen schönen Zettel geschrieben, ich muss heute mal im Garten schauen, wo die Ostergeschenke der Kinder liegen. Ich habe die nämlich alle so gut versteckt, dass sie keiner finden konnte. Du, da fällt mir mein Onkel Werner ein. Der ist an Ostern mal in eine Kneipe gestürmt, hat eine Flasche Champagner bestellt, hat sie aufgemacht und schrie, Prosit Neujahr! Und der Wirt darauf, sag mal, Werner, spinnst du? Es ist Ostern. Und dann ist mein Onkel Werner ganz bleich geworden und hat gesagt, Ostern? Oh Gott, das gibt Ärger daheim. So lange habe ich noch nie gefeiert. Ja, also Leute, steht Corona-Zeit gut durch, das schaffen wir. Alles Gute, euer Christoph Sonntag. So, hallo Christoph. Christoph, hallo. Ach, schade, jetzt ist er weg. So, Dele, da hast du dein Häsles Geschäft. Ach du, ich kann dir sagen, der Christoph, das ist einfach so ein aufmerksamer Mann. Nicht so wie mein Gerd.
kann dir sagen, der regt mich auf. Wenn ihr demnächst Hochzeitstag. Echt? Du, bei uns geht das zu. Weißt du, was der gebracht hat? Hä? Ich bin, weißt du, da gestanden und habe gesagt, Mensch, ins Kinder gehabt. Wir haben doch jetzt demnächst 35-jähriger Hochzeitstag. Ja. Dann habe ich gesagt, ist das nicht schön? Weißt du, was der zu mir sagt? Hä? Ja, Petra, das ist nicht schön. Den hätte ich aber heute, das sage ich dir. Du, also. Ich meine, ich kenne ja seinen blöden Humor und das verstehe ja auch alles noch. Aber dann geht es weiter, der hört er nicht mehr auf. Verstehst du? Wir sitzen zum Kaffeetisch, ich räume das Zeug weg. Weißt du, wie ich so bin? Und dann merke ich, wie der mich von hinten mustert. Und dann ging es auf einmal los und hat gesagt, Schatz, kannst du dich noch daran erinnern, vor 35 Jahren, ha, wir zwei, du, da haben wir in einer kleinen Wohnung gewohnt, mit einer als Auto-Kit, was meistens nie angesprungen ist. Der rote Käfer, gell? Ja. Oh, ja. Und wir zwei haben auf einer alten, gebrauchten Couch übernachtet. Ja. Aber weißt du, Schatz, trotzdem habe ich jede Nacht mit einer jungen, knackigen Frau geschlafen. Ja. Und heute? Ja. Heute? Was ist heute? Wir haben ein großes Haus, wir haben ein wunderschönes Auto, ein tolles Schlafzimmer. Aber ich schlafe nicht mehr jede Nacht mit einer jungen, knackigen Frau. Was hast du noch gesagt? Du, da bin ich aber oben aus, wenn ich bloß gesagt, ach, weißt du was, Gerhard? Such du dir doch eine junge, knackige Frau. Dann sorg ich dafür, dass du wieder in einer kleinen Wohnung mit einem alten Auto und auf einer gebrauchten Couch übernachtet. Sollte man sagen, sei da strahlt er mich nur noch an. Regt er mich doch auf, das kann ich dir sagen. Du, aber ich sag dir mal eins, Männer werden auch nicht schöner. Du, meiner kriegt auch so langsam Hüftspeck. Ist jeden Morgen spannend, in welche Hose das mir noch einpasst. Aber ich muss auch sagen, so geht's mir auch. Ja. Ehrlich? Ja. Ich hab mir sogar getraut, ich bin die Tage mal auf die Waage gestanden. Und? Die haben sie sofort wieder ins Eck geschmissen. Du, die hol erst wieder raus, wenn sie sich entschuldigt hat. Es ist aber auch die ewig Kocherei. Man kocht ja bloß noch, oder? Oh. Aber so die Wirtschaft hängt ja auch alle zu. Ich meine, mein Dieter, der kocht gut. Wenn das Corona rum ist, ist der Sternekoch. Ich meine, ich gehe ja gar nicht kochen. Ich kann einfach gar nicht kochen. Wenn ich koche, auch das glaubst du nicht. Ich muss so viel wegschmeißen, weil es nichts wird. Wieso gibt's nicht an ihrem Hund? Ja, weil der es auch nicht will. Also? Letzte Woche habe ich mal gekocht. Dann hat mein Dieter gesagt, es sei sicher kein Zufall, dass unser Hund heute nicht am Tisch bettelt. Aber ich habe es einfach nicht mit dem Haushalt. Ich bin das nicht. Weißt, ich bin das nicht. Das stimmt. Kochen kannst du überhaupt nicht. Ja, was soll ich machen? Du, aber da habe ich eine Idee. Der Heini, das ist doch ein Halb-Italiener. Ja. Yeah. Du, ich bin überzeugt davon, dass der super kochen kann. Vielleicht hilft er dir mit ein paar Tipps. Dem rufen wir gleich schön da. Ja. Hä? Oh, da ist er ja. Ja, hi miteinander. Ja, hoi Heini. Hallo. Ja, Heini, bist du es wirklich oder haben wir uns verwählt? Ja, ich bin's wirklich. Sag mal, rasierst du dich nicht mehr? Heini mit Vollbart, sind das die ersten Auswirkungen vom Virus, hä? Richtig, ich rasiere mich nicht mehr. Ihr solltet mich mal nackt sehen. Oh nein, nichts lassen. Gutes Wille. Du, Heini. Ein ganz besonderer Grund, warum dass wir dich jetzt angewählt haben. Du kannst doch hundertprozentig gut kochen. Ja, aber es ist wegen mir. Hättest du mir nicht ein paar Tipps, weißt, dass ich es auch wegen nachbringen würde? Weißt du, auf mich horcht sie doch nicht. Ja, also meine Frau sagt ja immer, das Wichtigste ist vor allem das richtige Werkzeug. Und ihr glaubt mir nicht, was sich meine Frau neulich wieder ausgedacht hat. Wir haben so gemütlich am Abend zusammen, trinken ein Gläschen Wein, wie man so macht natürlich. Und dann sagt man, und das muss ich mal sagen, wenn also meine Frau ein, zwei Gläser zu viel trinkt, da sagt die manchmal Sachen zu mir, da denke ich, upsala. Da sagt die tatsächlich irgendwann mal, Schatz, wir brauchen für unsere Beziehung mal so ein elektrisches Gerät. Was? Ich bin erschrocken und dann gesagt, meinst du sowas mit Vibrationsfunktion? Dann sagt die, nein, kein Handy. Von was schwätzt du denn? Ja, sowas zum Heißmachen und nach 3 Minuten auf Stufe 2 fertig wäre. Sag ich, was ist das? Dann sagt ihr ein Thermomix. Ach, ja. Dann sag ich, nein, bitte, ich will kein. Doch, sie hat sich auf eine Thermomix-Party angemeldet. Sag ich, okay, dann gehst du halt, ne, du kannst auch alles mitbringen, bloß keinen Thermomix. Ja, warum nicht? Warum? Weil der über 1200 Euro kostet. Das stimmt. Vor Wochen wollte ich mir eine Drohne kaufen und die war dir zu teuer. Sag ich, ja, kann deine Drohne vielleicht kochen? Sag ich, nein, aber dein Essen fotografieren. Ja, ist auch nicht schlecht. Dann macht ihr aber weiter und sagt, oder könnte deine Drohne vielleicht ein leckeres Risotto machen oder ein Sellerie-Schäumtüppchen oder Seezungen, Röhrchen, glasig dünsten
Und ich, Idiot, sag dann auch noch nein und du vielleicht. Dann mach's rum. Jetzt geht sie auf die Taumix-Party. Sagt, okay, wo ist die? Bei uns daheim. Nein, nicht dein Ernst, oder? Das war viel. Jetzt hat die tatsächlich bei uns eine Taumix-Party organisiert und es war ein Mittwoch. Ich weiß nie vergessen, ich habe spielfreie Kette und ich denke, gut, ich bleibe daheim und beobachte mal und spiele mal Mäusle, wie so eine Taumix-Party abgeht. Und das erzähle ich euch zwei jetzt, wie das war. Also, irgendwann kommen die sechs Freundinnen und dann geht es folgendermaßen ab. Also, bei einer Taumix-Party stehen sechs erwachsene Frauen um ein Gerät, das aussieht wie eine alte Maya-Opferschale. Die gucken minutenlang in so ein Loch rein, wo man nichts sieht und wartet, bis ein rote Beete-Radieschen-Apfeltipp sich von selber macht. Das stimmt. Wie ging die Sache aus? Ich kann es euch sagen, sie hat eigentlich einen bestellt. Guck, wie zeigen wir, wo es sieht. Ah ja. Mhm. Ja, das ist toll. So, das ist er. Hier ist er. Hat über 1200 Euro gekostet, zahlt keine Miete, braucht Platz und macht Lärm wie ein Jumbo-Jet. Unmöglich. Und dann ich sage, jetzt hast du halt ein Tom. Ich sage, was kann denn der alles, Schatzi? Da sagt sie, ja, sie könnte mit zum Beispiel alles warm halten. Sag ich, super, dann kannst du eine Nacht deine Füße reinstecken. Sie könnte mir damit Schonkost machen. Schonkost. Sag ich, kriegen wir das, der Schonkost, Geld und Nerven. Ich habe wirklich gesagt, Schatz, lass sie doch von dem Teil nicht aus der Küche mobben. Du bist die beste Köchin in der Welt. Früher bist du am Sonntagmorgen 2 Stunden in der Küche gestanden und hast gekocht. Habe ich noch Zeit, geht's für mich. Ach ja. Dann hat sie gesagt, die Freundin hätte auch den Taumix und sie hat sogar gesagt, sie könnte neben dem Kocher her könnt sie bügeln. Der andere hat gesagt, sie könnte mit dem Taumix bügeln. Quatsch. Ich sage euch mal was, ganz ehrlich, wenn meine Frau bügelt, dann guckt die immer Fernseher. Ich kann nämlich an meine Hände erkennen, ob sie Tat oder Pilcher anguckt hat. Hätte ich eigentlich schon mal gehört, wie laut das Teil ist? Ja. Wo meine Frau mit dem Ding zum ersten Mal Korn geschrottet hat, hat mich im Wohnzimmer auf den Boden geschmissen. Ich habe geschrien, Schatz, mir waren angegriffen. Ja, ich soll doch nicht so sein, das wäre so Hilfe, der Taumix. Sie könnt mit dem Teil wiegen, rühren, Teige zerkleinern, schroten, Hexen zerhacken, erhitzen und pulverisieren. Stimmt ja auch. Pulverisieren und zerhacken. Ich habe langsam den leisen Verdacht, dass bei Witwen, wo die Männer spurlos verschwunden sind. Ich warte auf die erste Tatort, tot im Thermomix. Ja, ja. Ja, jetzt frage ich mich gerade tatsächlich, wo eigentlich dein Gerhard steckt. Hehe. Du, aber Heini, jetzt, wenn du die erst wieder rasierst, wenn wir alle wieder auf die Bühne dürfen, du weißt, dass das schon eine Weile dauern kann. Ich meine, dann kannst du ja als Nikolaus auftreten. Ja, da muss es neu verfilmen. Ja. Solange ihr mich nicht mit dem Wolfgang Thierser vergleicht, ist alles in Ordnung. Ja, machen wir nicht. Also, mach's gut, ihr zwei. Bye, bye. Ciao. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Bleibt gesund. Ja, du auch, gell? Tschüss. Und feste Mixe. Ciao, Bello. Tschüss. Oh. Du, wie lange dauert eigentlich dein Essen noch? Hast du eilig? Nein, aber Hunger. Du, die Nudeln, die brauchen noch ein bisschen, aber du hast ja bestimmt noch was zu tun, oder? Ja. Was steht denn eigentlich auf dem Tagesplan? Ach so, ja, da könnt ihr gucken. Also, jetzt pass auf, Sport haben wir gemacht. Ich. Kocht haben wir? Du. Ja. Einkauft haben wir? Der Christoph? Ja. Ah, ein Mundschutz basteln. Oh, cool. Du, mit dem könntest du eigentlich gleich anfangen. Also, mach ich. Aber du hast nichts dagegen, wenn ich nebenher ein bisschen Musik höre. War gar nicht. Du hast so etwas Netz im Netz gefunden. Weißt du, die schrille Fehlerperle. Oh. Kennst du die? Ha, ja. Jetzt pass auf. Also. Und ich kennt El morgen in der Früh auf Stau und um 5:30 schau zum Schaffergau, wo ich erfolgreich wär und Kohle krieg. Ich dreh mich nur mal um, weil ich gut lieg. Und mein Bauch wär flach und noch treff mir jedes Mannsbild noch, aber mir reicht.
mir steht. Leg mir mal, es ist ihr Babs ein Mordsgerät. Aber mir reicht's, wenn die weiß, dass sie kennt, wenn die wett und die dät, was sie kennt, wenn es wär, was sie wett. Aber mir reicht's, wenn die weiß, dass sie kennt, wenn die wett und die dät, was sie kennt, aber ich will et. Aber mir reicht's, wenn die weiß, dass sie kennt, wenn die wett und die dät, was sie kennt, wenn es wär, was sie wett. Aber mir reicht's, wenn die weiß, dass sie kennt, wenn die wett und die dät, was sie kennt, aber ich will et. Aber mir reicht's, wenn die weiß, dass sie kennt, wenn die wett und die dät, was sie kennt, wenn es wär, was sie wett. Aber mir reicht's, wenn die weiß, dass sie kennt, wenn die wett und die dät, was sie kennt, aber ich will. Das war doch jetzt spitzenmäßig. Also die schrille Fehlerperle, die sind saumäßig gut. Ja, aber deine Nudel auch. Ja. Ja. Ach, weißt du, Doris, weißt du, was mir gerade fehlt? Ich tät mal so gern aus, weißt du, mal einfach wieder einen Kaffee trinken gegangen. Weißt du, einfach ein bisschen bummeln, weißt du, einfach mal wieder über Fußgängerzone schlendern. Ja, so unnötige Handtasche kaufen, gell? Ja. Oder egal was. Egal was. Weißt du was, jetzt gehen wir noch auf das Sofa. Okay. Okay. Ah? Ja. Oh, oh. Weißt du, Petra, weißt du, was gemein ist? Was? Kurz bevor sie uns eingesperrt haben, war ich ja noch mal shoppen, gell? Echt? Doch, Schuhe habe ich gekauft. Guck mal, wie toll. Ach, sind die schön. Ja, das kann ich nicht mal anziehen. Ich kann sie niemandem zeigen. Aber manchmal tue ich sie in den Arm nehmen und tue sie so ein bisschen streicheln und mit ihnen schwätzen. Oh, ich verstehe es. Ja. Manchmal ziehe ich sie auch, wenn ich zum Mülleimer laufe. Ja. Oh, ich finde Schuhe auch so toll. Okay. Ich liebe Schuhe. Ihr könnt auch ständig Schuhe shoppen, aber das ist ein Thema bei uns daheim. Da gibt es bloß Theater. Mein Gerhard, der kann es nicht brauchen, wenn ich Schuhe kaufe. Wie viel ich mir aber nicht kaufe, das sieht er nicht. Hey, Frau muss viele Schuhe kaufen. Gell? Ja, ja, ja. Eine Frau muss immer so viel Geld ausgeben, dass der Mann sich keine zweite leisten kann. Ja. Eine gute Ehe ist ein Workshop. Er wirkt und sie shoppt. Apropos Shoppen, du, guck mal, was ich mir im Internet für meinen Mundschutz gekauft habe. Hey, das sieht ja krass aus, okay, mit Glitzer. Gell? Haha. Ist der gehäkelt? Ja. Gehäkelt? Ja, von mir. Jetzt gute Nacht. Ist es so spät? Müssen wir uns schon verabschieden? Zeit wär's. Ach nein, komm. Komm, wir gucken noch ein bisschen Fernsehen. Ja, aber nicht ein Rosemarie Gepilgrim. Rosamunde Pilcher. Die auch nicht. Ach, hör auf. Nein, mir wär's jetzt eher, weißt, ein bisschen noch was Lustigem. Ich tät einfach mal gern wieder lachen. Ja, das, wo die zwei Weiber auf dem Sofa hocken, die Dicke und die Blonde vom Dritten. Hey, also so dick ist die auch nicht. Nein, die hat bloß ein paar Schokolade, die essen zu viel gegessen. Aber die Blonde, also da, so tät mich mein Dieter niemals aufs Sofa lassen. Ach, Doris, ich glaube, bei dir wird es auch wieder Zeit, dass du mal rauskommst. Ja? Ach, das ist gewiss wahr, du. Also wenn sie mich noch eine Weile mit dir da zusammen einsperren, dann kann ich für nichts garantieren. Du, es braucht halt alles seine Zeit und es kommt auch alles wieder. Ja. Wie hat Oma immer das so schön gesagt? Manchmal geht es halt bloß prickeles weiß. Prost! So. Ah, und morgen mit Maika, für was meinst du? Ich weiß gar nicht, wer schon dran. Der Ding. Ah, schon wieder. Neu, der andere. Ach, der andere. Ja, 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 ja. Aber, wenn er nicht verschlaft, aber du, wie meinst du auf den Zettel noch ein bisschen Prosecco? Ich glaube, das letzte Pixel gewesen da.